Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier im Karte von Thüringen. Ja, ich werde jetzt die Kurse umändern, und zwar diesen Kurs muss ich ein bisschen nach links verschieben. Diesen Kurs muss ich komplett auch nach links verschieben, von hier aus gesehen. Und den will ich löschen. Beziehungsweise kann er mal lassen. Denn ich muss ja so sehen, dass die Fahrzeuge im Allgemeinen fahren können. Das heißt, in der Praxis heißt das, der muss jetzt hier so stehen können und dann müssen die anderen Fahrzeuge vorbeikommen. Das heißt, hier werden wir verschieben beginnen. Und zwar beginnen wir hier mit Rechtsklick und dann rüberschieben. Einzig Blöde ist hier, dass immer Kurs deaktiviert, aber ich will die nicht deaktivieren, weil das kann man ja gebrauchen, ne? Vielleicht irgendwann mal. Man kann es aber auch deaktivieren mit Rechtsklick Kurs, das geht auch. Und das wollte ich eigentlich löschen. Eigentlich. Werde ich auch machen, muss ich auch meinen Traktor aber kurz auskoppeln. Also ich finde immer die beste Methode mit diesem roten Strich. Kann natürlich jeder anders machen. Es geht auch anders. Beladen bis Hof 3, das müssen wir mal merken. Beziehungsweise wir müssen sowieso neu schreiben, ne? Muss nur aufpassen, dass ich die anderen Kurse nicht lösche. Oder kann man ja immer manuell wieder verbinden, das ist kein Problem. Aber das geht. So, der wäre schon mal weg. Gut, später mit Feld 12 anschließend ist ungünstig, aber wie gesagt, das ist halt blöde mit dem mit Misttransport, weil das irgendwann so voll wird, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Muss nicht, aber könnte. So, der Kurs wäre weg. Dann müssen wir hier den Kurs noch ein bisschen noch nach rechts verschieben. Das kann man ja machen. Denn wir haben ja nichts davon, wenn die da lang fahren und die fahren richtig lang und dann die Anhänger entsprechend wegschubsen. Ne? Das bringt ja dann nichts. So, Milch wird noch verkauft. Das klappt ja jetzt. Und was noch gemacht wird, ist, den könnte ich eigentlich so lassen. Nach rechts geht, na gut, gut für den Anhänger. Ja, lass mal so stehen. Denn es könnte sein, dass er dann, also der kleine Anhänger kommt vorbei. Die großen, die roten zum Beispiel, die machen Schwierigkeiten. Die könnten dann Schwierigkeiten machen. Also müssten nicht, aber könnten. Und hier werde ich mal gleich mal einen Kurs wieder fahren, dass er hier entsprechend da beladen werden kann. Ne? Ich hatte extra hier für einen kleinen Anhänger genommen, weil erstens haben wir so viel Mist nicht. Das kommt mal zusammen am Tag, aber wie gesagt, nicht so viel, dass wir einen großen anfahren müssen. Und zweitens ist der kleine ein bisschen wendiger. Für mich und für Outdrive, ne? Eher für mich. Outdrive kommt mir eher so klar. So. Ein bisschen dichter angehen. Und den werden wir gleich verbinden. Müsste eigentlich passen und dann hier kurz beenden. Den gleich verbinden. Vorhin vergessen. Nö. Ach, zurückfahren ist gut. Na gut, Aufnahme ist aus. Sonst wäre das blöd. Weil dann kann leicht passieren, dass ich da rückwärts kurz einfahre. Also
Ich habe zum Glück schon ausgemacht. Sonst habe ich schon oft gehabt, weitergefahren, oh, rückwärts und so. Und dann muss man löschen halt. Ja gut, das geht ja alles, kein Problem. So. Jetzt einen Punkt machen hier. B. Laden. Mist. Hof. 3. Und den müssen wir auch anschließen. So. Müsste eigentlich funktionieren. Und dann können wir anschalten. Das müsste eigentlich gut hinkriegen. Also vom Prinzip her ist es so, dass ich am Kurs eigentlich keinen Punkt machen will zum Beladen-Entern, sondern immer abseits. Ne? Das macht sie einfach besser. So. Der eine hat 15%, Milch 100%, der fährt gerade noch. Ja, ich halte mal durch. Nehme mein Pferdegas. Morgen garantiert soweit. Ja, das ist schon. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, ne? Und einen schönen Advent. Müsste eigentlich der 4. sein. Ja. Nächste Woche ist dann schon Weihnachten vorbei. Da ist der Zug. Die Kühe haben gerade gestanden für ein Foto. So, wo ist der andere? Die Kuh geht nicht. Der fährt noch. So, gedüngt ist hier alles soweit. Dann müsste ich düngen gleich mal vorbereiten. Zum zweiten Mal, ne? Da fährt unser Mistfahrer. Düngefahrzeug. Hier war einer. Ich hab garantiert was vergessen. Ne, das ist ja im Haufen hier. Ah, hier. Gewicht. Der ist eigentlich zum Düngen nicht geeignet, weil das, also bis zur ersten Wachstumsstufe geht's ja. Schau mal, das Ding hier. Dass der auf Feld 38, sobald es losgeht, fertig ist, kann mir düngen. Die dritte Stufe. Das können wir ja vorbereiten. Dünger ist da drin, 18%. 61%. 18.000 noch was, müsste reichen. Das sind schöne Faktoren, sogar echt. Gibt es auf YouTube so ein Video von einer Messe, da werden die gezeigt. Das sind Prototypen, ne? Also wie gesagt, zur Straße dürfen sie garantiert nicht fahren. Aber ich denke mal, das ist für Amerika nicht so relevant, weil da sind ja die Farmen außerhalb der großen Städte und somit weniger in so wie hier in Europa ist ja so, da hast du überall Verbindungsstraßen, wo öffentlicher Verkehr ist und da ist eher so das Farmland und das ist halt privat. Da denke mal, können die erfahren ohne Probleme zu bereiten. So, das ist der Überladewagen mit nichts drin. Ne, ist ja auch nichts dran erschlossen. Ich hatte irgendwo noch einen zweiten Düngersteuer gehabt. Aber irgendwo ist er. Bloß wo? Ich hatte ja nun. Der ist gut gefüllt. Und der ist fast leer. Gut, da kann man gleich mal machen. Und fast mit durch. Also das geht. Dann haben wir gut gemacht. Ja, der neue Modus ist ja so, dass die Düngerstufen automatisch, zum Beispiel kann man es machen, man muss aber nicht, man kann auch das manuell machen. Mit Stickstoff und mit Kalk. Den pH-Wert zu optimieren, ne? Das geht dann automatisch. Also man kann es automatisch machen. Ne? Und dann wird auch dieser Modus, weiß ich, nach dreimal wird geflügt oder so oder so dergleichen, wird dann abgelöst mit dem anderen Mod. Der wird dann entschieden, jetzt ist notwendig. Ne? Also ungefähr. Ne? Das ist fast mit fertig. Ne? Ärgerlich. Ärgerlich.
Da würde vorne die kleine Erweiterung gut sein. Ne? Ah, da gibt es auch Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung. Soweit ich weiß, Hühlmann, ja, haben sich viele gewünscht. Oh, Elektrofahrzeuge. Ich sag mal so, theoretisch. Also theoretisch, nur in der Theorie. Und wenn es zum Beispiel darum geht, die Tiere zu versorgen, dann ist Elektro gut. Aber so allgemeine Arbeit auf dem Hof, nö. Das waren hier Kompakttraktoren, hier brauchen mittelgroße. Und zwar war hier einer bei. Ich glaube K2. Dann brauchen wir hier Zwillingsbereifung. Das nicht. Das geht kommunal. Das war irgendwo noch ein Traktor, den man nachmachen konnte, im Prinzip, ne? Hier geht nur Dings. Also hier reifen wir an den Standard. Radgewichte. Zwillingsreifen hinten. Ich muss ja Pflegebereifung haben. Beides, ne? Ja, geht nicht. So. Ich hatte immer einen Traktor gehabt, wo ich so hatte nur eine Pflegebereifung, ne? Na gut. Ruhig ein andermal, vielleicht finden wir ihn mal. Ein paar Meter fehlen noch. Kurz entlassen und einklappen und fahren wir zum LKW und machen das wieder voll. Der andere ist ja noch mit 58%. Müsste dann fast hinkommen. Ne? Und dann machen wir das manuell alleine fertig. Das ist ja nicht mehr viel. Ja, Blocking Mist. Klar, Blocking, Milch, das ist nicht klar. Gut, ich denke mal ganz stark, der Anhänger ist zu groß. Ja, gut, dann mal gleich drum kümmern, gucken, wo er steht. Hier sind die Reifenspuren, ne? Klar. Der LKW hat ja auch entsprechend was drin, ne? Wenn er voll ist. Gucken mal durch, wo ist er überhaupt? Wo bist du? Hier nicht. Das Dünger, ach, das ist auch ein Düngerfahrzeug. Ach so, okay. Da ist der andere. Muss mal kurz gucken hier. Es kann sein, dass er irgendwo hier blockiert wird. Und der ist halt noch nicht richtig im Punkt. Warum fährt er nicht weiter? Der war auch nicht leer, okay. Muss man durchschalten, das ist mir jetzt ganz blöd. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe zu viele Fahrzeuge. Was wollte er jetzt hier? Was wollte er auf der BGH? Ist doch jetzt hier hoch 3 und... Oh, gibt's doch gar nicht. Hat er sich verstellt?
Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich verklickt habe. Also ganz sicher. Denn hier auf hoch 1 macht jetzt keinen Sinn, ne? Oh ja, genau. Festgefahren. Zwar im Baum drinne. Da wieder rauskommen, unwahrscheinlich. Jetzt rausheben. Das ist aber jetzt ganz komisch. Das macht er ganz gerne, irgendwo ein Fehler war, ne? Geht da richtig rein. So. Ja, liebe Schauer, das soll es dann schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, tschüss und ciao, ciao. Ich versuche mal rauszuhebeln und mal sehen, vielleicht kriegst du hin. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Oder theoretisch. Wenn Lust und Laune habt, ich bin da. Ich sag mal, vielen Dank fürs Reinschauen. Also noch einen schönen Restadvent. Jo. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt dann nochmal Kettle und Kopf. Jo, was da nun genau kommt, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich dann die Karriere beginnen werde. Und tschüss, ciao, bis dann und bye bye.